sauer? Ich? Nö. Du bist doch sauer. Nein. Wie du das schon sagst. Wie sage ich das denn? Als wenn du mega sauer wärst. Bist du sauer, weil ich an deinem Handy war? Du warst an deinem Handy? Nein, nein. Ich dachte nur, dass du dachtest, dass ich dran war, um irgendwelche Mails. Egal, vergiss es. Vergiss es. Na, warum bist du denn dann sauer? Das mit dem Riss in deinem Tablet ist aber nicht meine Schuld. Was denn für ein Riss? Und wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich deine Schuld. Du hättest es nicht so doof auf die Kante legen sollen. Du hast mein Tablet kaputt gemacht? Nein, ich habe das nicht kaputt gemacht. Es funktioniert einwandfrei. Ist jetzt halt nur so ein tiefer Riss durch. Na toll. Aber wenn du das nicht wusstest, ach, dann bist du sauer wegen Manuel. Manuel? Ja, Herrgott, ist dir das noch nie passiert, wenn du zu viel getrunken hast oder was? Sag mal, worüber reden wir hier gerade bitte? Hattest du was mit Manuel? Nein! Also nicht im eigentlichen Sinn. Wir haben halt nur mal kurz... Nur mal kurz was? Geknutscht. Das war total schlecht. Man kann überhaupt nicht küssen, wenn es dich beruhigt. Sag mal, spinnst du? Jetzt wird hier schon rumgeschrien. Aber nein, du bist ja nicht sauer. Doch, doch, ich bin stinksauer, verdammte Scheiße. Siehste, sag ich doch die ganze Zeit, dass du sauer bist. Ich sag's die ganze Zeit. Ich find das so verlogen von dir. Machst mir die ganze Zeit was vor. Ich find, Ehrlichkeit ist in einer Beziehung extrem wichtig. Ich bin nicht sauer. Von wegen.